Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das können die Linken. Klassenhetze. Immer wieder graben die Kommunisten die modernde Leiche ihres Klassenkampfmodells aus, um beim Wähler zu punkten. Es ist die altbekannte Strategie des Neidschürens, den Appell an die niederen Instinkte. Und das dann hier einzukleiden in einem Antrag, wo Sie also im Kerne fordern, Spitzensteuersatz erhöhen, damit glauben Sie dann draußen Ihre Klientel bedienen zu können. Tatsache ist allerdings, wenn Sie etwas genauer hinschauen würden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass seit den 70er Jahren der Spitzensteuersatz eben von 56% auf 42% abgesenkt wurde. Nicht, weil der Herr Schröder das so toll fand, sondern weil die Rahmenbedingungen eines internationalen Marktes, den Sie ja alle wollen, auch die Linken, ganz einfach dies mehr oder weniger geboten haben. Das war also keine Idee der SPD, geboren aus der Einsicht, dass also Wachstum generiert werden kann, nur dann, wenn man Steuern senkt, sondern weil die anderen Staaten um uns herum ganz einfach massiv Körperschaftssteuer und Einkommensteuer nach unten gedrückt haben. Wir wissen heute, dass also die Besteuerung der Spitzeneinkommen in der Bundesrepublik Deutschland im Kern viel zu gering ist. Und wir wissen auch heute, dass es fast unmöglich ist für den Staat, bei hervorragenden Anwälten des Steuerrechts diese reichen Leute auch wirklich zur Ader zu lassen, wofür gerade auch die NPD-Fraktion selbstverständlich eintritt. Sie schreiben in Ihrem Antrag zum Beispiel, dass also in anderen europäischen Ländern der Spitzensteuersatz höher läge, verschweigen aber, dass die Bundesrepublik Deutschland mit an der Spitze liegt bei der Belastung durch Steuern und Abgaben. Und Sie verschweigen natürlich auch, dass zum Beispiel in Irland eine Einkommensteuer von 41% gilt. Sie verschweigen, dass Griechenland 40% verlangt. Luxemburg, die hervorragend dastehen wirtschaftlich, also mit null Verschuldung und einen ganz hohen Lebensstandard haben, nur 39% verlangen. Die Slowakei mit 19% zu Buche schlägt und Bulgarien gar mit 10%. Und auch bei der Körperschaftssteuer liegen die Dinge ganz genauso. Das wissen Sie von der Linken. Die mittelständischen Betriebe Deutschlands werden mit am kräftigsten zur Kasse gebeten, nämlich mit rund 29,5%. Und was also die Körperschaftssteuer angeht, inklusive Gewerbesteuer. Und das, meine lieben Genossen, wird von führenden Wirtschaftsfachleuten auch als oberste Grenze der Belastbarkeit angesehen, weil sie nämlich den Internationalismus wollen und wir keine Nationalökonomie mehr betreiben können. Da sind sie gezwungen, was da draußen passiert, unter ganz anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mitzutun. Das heißt also, wenn Bulgarien sagt, wir machen null Einkommensteuer, dann können wir schlecht 50 machen. Und das finden Sie ja in Ordnung. Sonst würden Sie ja von der Linken dieses System radikal in Frage stellen. Und das tun Sie, mein lieber Herr Holter, als Moskau-Schüler und, ich möchte sagen, Salon-Bolschewist mit Rolex am Arm natürlich nicht. Und das ist das Heuchlerische an diesem Antrag, den Sie hier vorlegen. Sie spielen den Anwalt für die kleinen Mittellosen. Und dabei wollen Sie etwas ganz anderes. Sie wollen ganz einfach die Kontrolle über die Produktionsmittel in die Hand des Staates legen. Und das bekämpfen wir selbstverständlich. Und da benutzen Sie ganz primitiv hier einen Antrag, wo Sie sagen, wir wollen die Reichen so mal richtig zur Kasse bitten. Mein lieber Herr Holter, wenn Sie die Griechenlandhilfe nehmen mit 22,4 Milliarden, wenn Sie die Kosten für das sogenannte Bankenrettungspaket nehmen, die Kosten für die Dienstleistungen und Militärhilfe für Barleistungen auch noch an Israel dazurechnen, die Kosten, die in unserem Land entstehen durch ein Millionenheer ausländischer Sozialhilfeempfänger und Sozialschmarotzer und einer Neuverschuldung des Bundes in Höhe von über 60 Milliarden, 70 Milliarden werden wir wohl landen,
mal dagegen rechnen, dann werden Sie sehen, dass das, was Sie fordern, und Sie haben es ja in Ihrem Antrag auch geschrieben, mal gerade 1 Milliarde bringt. Und ich habe hier gerade mal kurz überschlagen, reden wir hier von 250 Milliarden Euro, die ich hier gerade aufgezählt habe. Hören Sie auf mit Ihren primitiven Klassenkampfattitüden. Sorgen Sie dafür, dass die Leute draußen genau wissen, wofür sie stehen. Und wenn Sie denen das dann mitgeteilt haben, dass Sie Wasser predigen und selbst Wein saufen, dann wissen Sie Bescheid, mit wem Sie es zu tun haben, nämlich mit ewig gestrigen Leninisten, Marxisten, die nichts anderes wollen, als mitzuschwimmen in einem System, das Sie stützen, aber vordergründig vorgeben, es ändern zu wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was wir mit Ihrem Antrag machen, können Sie sich denken. Dankeschön. Herr Pasteurs, ich weise Ihre... Herr Pasteurs, Sie erhalten zunächst erstmal einen Ordnungsruf für Ihre aktuelle Bemerkung. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich es auf das Entschiedenste zurückweise, dass Sie Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und auf soziale Unterstützung des Staates angewiesen sind, hier verunglimpfen als Sozialschmarotzer. Das weise ich auf das Entschiedenste zurück.